Nächste Haik von verschiedenen Sorten Probleme, was wir finden können. So, Sinn ist Sinn. Erst Johannes erklärt hat klar, wer euch dat, der dat Sinn, und hat euch erste Sinn. So, aber wie finden verschiedene Sorten Sünde, wurde abgenannt sein. 1. Johannes 5, 16, Bar 21, du redet von, du sind wesse Sünde, wo wir nicht verhaupt, wann wir beten tun. Und du sind andere Sünde, die ich habe verbeten, dann sind die vergift. Und hier fing ich auch zu sagen, dass wir drei verschiedene Sorten haben, und die fing wir in der Bibel auch. Ich nenne das von denen, die Mautwälder sind. Wir können sagen, die Jäselje sind, die direkt zum Tod führen. Wir haben die seelische, teuflische Antugende, können wir sagen. Und wir haben die Versuchungen. Das sind drei verschiedene, wo ich will von reden. Wodau wir die behandeln. Auch war es nötig, wenn wir eine Seele helfen wollen, dort wir das erkennen tun. Sam, was ich betiert habe, und das sagt den 1. Johannes, wer von Gott geboren ist, das nicht sind je. Und dann wurde sie an, sie machen doch noch wahre Fehler. Sie haben doch wahre Worte verjährt, oder sie haben doch mal einmal da geworden, oder war einmal das. Und dann nehmen sie diesen Farsch und verdammen sich selbst und sagen, ich sehe nicht wahre geboren. Und hier in 1. Johannes 5, 16, bei 1, finde ich, fing wie klar von diesen verschiedenen Sünden. Und diese seelische Sünde, die nahe ich da, die Generationssünde, kann man sagen, ungewohnt, für verschiedenste so eine Dinge, wo wir sind dann abgewaschen. Und das sind vielleicht Antugende, was wirklich die Teufel kein Mensch eigentlich merken mit. Aber das sind keine Mautwälder Sünde. Und die sage ich, das sind die, was Wort hier in 1. Johannes sein, dass dort habe ich verbeten, dann sind die vergift. Und das ist zum Beispiel, wo ich hier viel mehr brücke, in dieser Klasse, wenn meine Frau sagt, warum verjagt die Emma, Ding vom Stuhl zu bringen. Das wird Emma, dort ist ein fleischliches Ding, was meine Frau rückkommen hat. Und dort ist so ein Sinn, wo ich bloß darf, nur Gott zu beten, dann ist die vergift. Weil ich dann kann der Teufel mit diesem Sinn keine Actions machen. Die kann kein fleischliches Werk vollführen. Warum nicht? Wenn ich lebe, meine Frau, und ich weiß dort, dass es fleischlich mattet wird sein, und ich kann bloß beten Gott für Jäfer, dort fleischliches, was sie haft, dann kann der Teufel keine Sinn aktiv merken an uns. Das ist die Vergebung. Meine Frau darf niemals dort bezahlen gehen. Das ist vergebt. Warum nicht, wenn es der Teufel hat nicht geglaubt, mich anzustecken von was meine Frau sagt. Ich bringe dort nur Gott, das Vergebung für. Aber dann haben wir diesen anderen Sinn, dort ist der Jäselje oder der Mautwälje Sinn, was direkt um Tod führt. Da sage ich den Johannes, da sage ich nicht, dass die verbeten dürfen. Warum nicht? Wenn es von einem Menschen sich entscheiden, der einen Sinn zu tun, was hauptet, wenn du von dem beten darfst, wenn es die haben sich entschlossen, den Teufel hier zu geben. Die jährt den Teufel sehen wollen nur. So, das ist ein Unterschied. Nun, der nächste ist, das Problem kann sein, wo die Teufel uns antasten will. Sag mal, wenn wir gerade betiert sind, wir haben wahrlich durch, nur Licht, wo Jesus uns leider ist, der Herr Jesus uns führen hat. Aber die Teufel, der ständig Seins abstahlen, Schlänge schmieden kann sein, wo er uns will nicht schlafen. Wenn er nicht kann, uns in seine Sied schlafen, dass er uns in der Laste oder in der Leidnis oder in so einem Ding kann nicht schreien, dann stellt er andere Seins ab, uns zu verfluchen und verdammen, dass wir dort annehmen. Und die Bessere hat nicht in Christ. So, das sind Dinge, die von Besieden ankommen, und wo wir mit der Klarheit haben, im Namen Jesus, Teufel, verlot hier, ich sehe nicht in Gottes. Hier brücken wir diese Klarheit, dass wir da beinahe nicht an Zweifel daunen und uns nicht lauter an der Diesternis nicht schlafen waren. Wenn es so schwer ist, dass er uns kein Zweifel kriegt, wir sind vielleicht nicht gut genug gewahrt vor Gott, dann kann er an der Diesternis, was er an uns haft, wahr schaffen. So, hier brücken wir diese Ding zu verstehen, um Seelen wirklich zu helfen, wo sie loskommen können. Von dieser Generation sind es seelische Ware, wie ich trage, da sage ich, das sind Dinge, wo wir Mathe rütwassen, ja? So, dass ich erst sage, dass wir brücken von der Radung nur der Heilung.
en om licht en om rood en om haar. Vi gaan verstaub wieder. Vi worden immer wieder en wieder reid verwerklich aan zijn eigen erlösung. En dat is wat God ons hier wil hebben, voor dich. Vollkommen merken ze het huis. En daar brug, wie durven niet moedlos worden, want wie maar eenmaal naar wat fleischel je aan ons vingen, dan wel we dat los zijn. Hier komen die ding van Generationszende, wat ik wil zeggen, Freundschaftszende. Ja, ik zie maar zo'n pana, die haren allemaal zo staat, weet je, die ding kan ik los worden. Maar dat kan zijn dat pana je wat aan hen met voren, maar zo is de tijd weer je, en ik allemaal mijn ding zei, wat allemaal maar dat Freundschaft te doen heeft, wat fleischlich is, dat darf ik niet deel zijn, dat kan ik loskomen van. Waar het is een jessel je zende, wat hem direct hem doopt, hier is bloos een wagen, dat is busse doen. Wie brokken busse te doen en om te wengen, ja. En aan deze andere, dat zijn waar zonen, omdat wie klaar hadden, omdat wie zeiden, hebe dich weg van mir, Satan. Ik laat mij niet ontasten van dort. Van deze verschiedenste soorten van troubles, wat we hebben, heb ik hier nog een beeld, waar ik wel een beetje van reden. En ik naam dat is een tofei ohne ware geboort. Dit is wat ik veel stede moeite doe aan ons menschen. Dat we hebben ons laten taufen met onze zinde bekennen. Dat kan zijn wie nane dat zinde bekennen. De werkelijkheid wat we doen is, we hebben de woordje van vlees opgeriemd. En we janken hier een beetje de verschiedenheid eruit te brengen van de woordje van vlees. De woordje van vlees wat we in Galater 5 vers 19 vingen doen en wieder. Daar zeg ik dat die dingen zijn openbaar, wat de woordje van de vlees zijn. En wat is de onderscheid van de woordje van vlees en de zinde? Dat wil ik hier wel een beetje erklären. We hebben vele wat van ons mensen, die doen zich, wie naam dat die debatieren zich, die laten zich taufen. De haaien zinde alle bekansen ze dat zijn doen. Maar nu de taufe, ik weet lang loter, dan vallen die waar een zeltje woordje van vlees nemen. En ik heb hier een beetje een beeld gemalt, dat die zijn getauft worden ohne werkelijk een ware geboort. Die zijn gegaan en haar zinde bekend, zijn om licht gekomen met de zinden, maar ze zijn niet om licht gekomen met wat hem hoort is. Ze hebben soms van die dingen, hebben ze niet uitgebracht in den geloven dat werkelijk vergeving is verdoord. En hierna, als ik dat hier heb opgetekend, dat zijn woordje van vlees, die hebben ze bekend, maar ze zijn maar zij hebben niet de zinde erkend. En hier heb ik een beetje een erklärung. Ik zei, dat zijn mensen die ohne zich leven. Die moeten ständig en ständig ware Büsse doen en Büsse doen. Zoals we alle in deze klas hadden, dat wie ze allemaal tot de Vollkommenheit gingen. En deze die zijn verstanden gebleven bij de Zerradung van de Vergebung van de Sinn. Aber sie haben den Kron gedreht, das Leben ist nicht hergegangen. Sie haben jeftet sonst oder jeftet nicht. Das will ich abloten, aber das sitzt so ungefähr schafft dort. So, was hier passiert ist, die haben hier ein Kontrolljäst an sich. Und der Kontrolljäst, was an sich ist, und was rückkommt durch Beleidigung oder sogar doll worden, zornig worden, oder sehr laut reden, flecken, wo immer wir abnehmen wollen, flecken auch hier. Oder sogar die Gunnen in der Sucht nehmen, mit Schmecken oder Suppen oder Drugs oder sogar Sex, Lust und Porno nehmen oder Selbstbeflechtung nehmen, verschiedenste Dinge. Das sind Dinge, die da rückkommen dann, und die haben sie alle bekannt. Und ich sage immer, das sind Söhne, die haben ihren Stubben aufgesucht. Aber das scheint sich. Dat je hem zo meest voert ware trek. Manchmal alle dag, dat dit man werkt, dan zijn ze ware gevallen en som van deze ding. Vielleicht porno gecheckt. Oder ze haar ware geschmeekt. Oder ze zijn zo dol geworden. Oder beledigd geworden. Dat je hem ware ruut. Zo dat eindje wat ze dan ware tjane doen, is ware deze stappen afzellen. Krijgt ze wie doen met gras. Dat hij wie af en laat het fras uit. En dan werkt wie dan maar ware afgeheft, anders was het te groot. En dat is ähnlich, dat vele van deze schaffen doen. En werkelijk de onderscheid van dit is de zinde am hoort. En die heb ik hier opgetekend. Angst is een van de dingen. Wanneer du angst hast, en dat ving wie klaar aan Johannes geschreven, dat
Angst ist nicht an der Leib. So wenn diese Angst danach blieben, der hat wirklich nicht diese Vergebung völlig angenommen haben, dann bleibt dann eine Angst auf echter Platz merken, wo heikel nur gedone, sehe ich dort, wo ich soll sein. Die leben ständig in Angst. Oder sie haben ihre riesige Ding, Porno und all die Sucht und verschieden aufgeleicht, aber diese Last ist danach bin. Sie weiten, sie sollen nicht Hurari drieben, aber Denken am Kopf, der hat nachher, Denken am Hort, erst noch nicht bitten. So sind mit der Bitterness. Sie hat die Dinge alle bekannt und geregelt, aber diese Verbitterness von der alte Leben ist noch nicht bitten. Oder sogar ein verstärkter Hochmut, nahen wir dort. Die können hier am Hort danach sehnen. Und das ist ein Ding, was wir fingen, und fehlen uns Menschen, dass wir dort nicht wirklich eine Änderung mag. Ich sage, das ist nicht passiert, dass wir wirklich aus dem Sinn ja Zustand werden und erkennen können, dass wir wirklich uns goldet und schlechtet, alles, was wir nicht mehr uns echt getan haben, das brauchen wir alle an einem Schritt zu drehen. Wir machen Zustand, dass wir uns selbst keinmal wahren können uns die Seligkeit. Errätje, oder überarbeiten, die wir brauchen uns ganze Leben um Schritt zu drehen. Dat gouden schlechtet, all dat gouden wat ik met nu gedaan heb uit mijzelf, dat brengt naar Christus te gaan en te erkennen dat ohne God kan ik niet doen. Dat is het zachte, schrijft zeer klaar. Ohne Jezus Christus kan we niet doen. We kunnen niet erreken tot de zeiligheid anders, als dat we erkennen dat we niet zijn. En durch dat niet, als we Jezus te kunnen komen, en aanvangen te controleren. En hij reinigt ons dan dat hoort gans uit. Ik zei, wie brokken om licht te komen? Wie brokken tot te stonen? Wanneer ik porno gecheckt heb aan mijn leven, dan mag ik tot stonen dat ik aan de last in mijn hoort. En die last die moet sterven. Maar deze last mag ik nog kritisch gaan. Niet bloos met het porno wat mensen zijn aangeworden, of zo ga ik vlieg politie doen. Zo zijn met vleken. Wanneer ik even andere mensen reed, even andere mensen vloegen daar, dat meint dat je een bitterness aan hoort, of een hoogmoed, wat het veroorzaakt heeft. Zo dat helpt niet, wanneer ik bloos op hier met vloegen, en dit hier niet, dat ganze transformation beleven daar. Zo, dit is wat daar klaar wiesend heeft, of de mens werkelijk waar je geboren is, of niet. En Johannes kapitel 3, vers 3, daar zeg ik dat ganz klar, dat we brokken van nieuwe geboren te worden. Dat is wat Jezus dat in de academie zegt. Het zegt, als hij dan, dat iemand van nieuw geboren werde, zo kan er dat Reich Gottes niet zien. Zo wie brokken van nieuwe geboren te worden, dat reikt niet toe, bloos aan de werken des Fleisches, woordje van Fleisch, te bekennen. We brokken ook om licht te komen met onze enige last, angst. Wat immer wie du am Hort ha. Wie brücke om licht te komen met dort en taute stone wer wie sind. Vers 3 sagt het, wat van Fleisch geboren wordt as Fleisch en wat van Geist geboren wordt as Geist. So, wie brücke onze Fleischlichkeit en nu red ik niet bloos van ons charper zoster geboren wordt. Nu red ik van, ook zo goed dat wat de teufel aan ons hart heeft nagedaan. De fleischelijke gebongenheid, wat van Römer kapitel 8 vers 4 ving, en daar zei ik dat fleischelijke zonen zijn, dan zijn we fleischelijk en God heeft geen geval aan dat. En dit is wat aan ons hart moet klaar worden, dat we hebben nust aan ons hart, wat er goed genoeg is voor God, als hij dan, dat hij zijn juist aan ons schijkt en we niet geboren worden. Dit brok wie te verstonen.